los. Die erste Grenze haben wir überschritten und das ist jetzt die Schweiz. Und es sind die kleine Schmugglerin da. So eine Schmugglerin? Ich habe nachher den Jungen und Wein wieder dabei haben. So ist es halt, wenn man in Weinbaugebiete fährt, dann nimmt der Helle seinen heimischen Wein mit. Käse haben wir auch dabei, weil in Frankreich gibt es ja keinen. Okay, jetzt fahren wir weiter. So, jetzt sind wir am Genfer See. Leider sehen wir nicht viel vom See, weil es ist nämlich sehr neblig. Ja, die ganze Fahrt daher hatte man jetzt wunderbare Sonne, aber jetzt über dem Genfer See alles Nebel. Ja, aber das macht nichts. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Denn das ist auch so, die Ossi muss man bei guter Laune halten und wenn sie hungrig wird, dann kann sie auch mal gnatschig werden. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist nur, weil der Helle jetzt Hunger hat. Ja, auch, der hat auch Hunger, ja. Und was gibt's bei uns, wenn wir in der Schweiz sind? Kein Käsefondue, nein, nein. Dieses Mal gibt's Rösti mit Spiegelei. Haben wir uns extra mitgenommen und wir zeigen euch auch, wie das ausschaut. Könnt ihr euch das nächste Mal auch besorgen. Ja. Und dann müssen wir natürlich noch kleben, ja? Ja. Denn die Franzosen, das ist ja die Klebenation, ja? Wo man das auch noch voll pflastern muss. Und da pflastern wir jetzt gleich einmal als erstes, bevor wir uns übers Essen hermachen. Ja, denn das wird ja jetzt Zeit. Es sind nämlich nicht mehr viele Kilometer bis nach Frankreich. Genau. Also fahrt nie ohne Metermaß weg, denn das muss man nämlich genau anbringen, diese französische Staubklebe. Schauen wir mal. Ja, das ist schon dran. So, das haben wir. Gut. So, der Gürtel sieht gleich viel hochwertiger aus, wenn die Aufkleber drauf sind. Und das ist der französische Innenaufkleber. Und wie man den anbringen muss, da haben wir Gott sei Dank den Fasco-Übersetzer dabei. Der hat uns das übersetzt, dass man das auf der rechten Fensterscheibe, auf der rechten Seite ankleben muss. Okay. Dann und jetzt machen wir natürlich erst einmal unseren deutschen Aufkleber hin. Ja, dann wir hatten der bleibt ja dann dauerhaft von dem französischen nur wieder irgendwann entfernen. Ach so, ja, das sehen wir ja. Aber den deutschen müssen wir ja jetzt wieder hinmachen. Wir haben ja eine neue Scheibe. Genau. So, und jetzt werden wir unseren Gustl noch weiter auf. Ja, genau. Also das Rösti stampft man ja normalerweise fest und dann wendet man das auf einen Teller. Aber die Pfanne ist so hoch, das klappt nicht so richtig. Also wir müssen da ein bisschen improvisieren, aber wir sind ja beim Camping. Ja, da kann man ja improvisieren, gell, was ich? Ja. Wisst ihr, was der Helle macht? Er beantwortet alle eure Kommentare, die so zahlreich auf unser letztes Video gekommen sind. Und das macht riesen Spaß, die alle zu lesen. Ja, während der Autofahrt auf dem Rastplatz. Die Ursi macht so einen Druck, dass ich es endlich beantworten muss. Ja, muss man ja wohl, oder? Also wenn ihr schon so liebe Kommentare schreibt. Ja, natürlich, das muss ich schon sagen. Aber ich habe ihn jetzt gelockt und er bekommt, wenn er ganz fertig ist mit allem, ein halbes Herz. Wieso nur ein halbes? Ich habe schließlich wieder das Geschirr weggemacht und die Küche aufgeräumt.
Also hallo ihr Lieben, also die erste Nacht in Frankreich, die haben wir jetzt hinter uns und es war hier extrem ruhig, also war gut zum Stehen. Es ist hier nur ein Stellplatz, wir sind jetzt hier in Annecy oder wie sich das ausspricht und der war total voll. Wir haben gestern noch das letzte Plätzle erwischt und ja, hier ist ein ziemliches Kommen und Gehen. Wir fahren jetzt dann auch gleich weiter. Es war also sehr kuschelig zwischen all den Womos. Aber was soll's, wir fahren ja jetzt wieder weiter. Das ist ein kostenloser Stellplatz und war okay. Und da stehen wir, unsere Busstelle. So, also, der Helle hat es jetzt sehr eilig gehabt, hier wegzufahren. Ich war ja noch gar nicht fertig. Ich wollte euch doch noch erzählen, dass wir bei den Grenzübertritten keinerlei Probleme hatten. Ihr habt es ja jetzt im Video schon gesehen. Und als wir hier gestern in Annecy, so heißt es, ja, angekommen sind, da war ein wunderschöner Sonnenuntergang. Mir blende euch hier mal ein Foto davon ein. Also es war richtig toll. Jetzt ist es leicht neblig, aber es sieht aus, die Sonne kommt nämlich jetzt schon leicht raus. Also das wird heute genauso ein schöner Tag werden, wie es gestern war. Und wir fahren jetzt weiter. Und zwar fahren wir jetzt Richtung Avignon. Und ich denke, dass wir uns von da dann wieder melden. Gell? Also, ne? Vom Sur-le-Pont Avignon. Ja, mal schauen, wie es klappt, ob das alles so hinhaut, wie wir es vorhaben. Und ja, also bleibt dran. Wir sind nämlich jetzt selber gespannt, wie es weitergeht. Gell, Helle? Ja. Ja, also jetzt fahren wir erstmal ein Stück und dann sind wir weiter. Wollen wir tanzen in den Straßen, auf den Plätzen, wollen wir tanzen jeden Tag. Die Autos machen Tüt, Tüt, die Leute sagen Blöd, Blöd. Da auf der Brücke in den Straßen wollen wir tanzen, wollen wir leben. Unsere Stadt soll wieder leben. Kommt ihr Leute, macht alle mit. Und auf Französisch hört sich das so an. So, jetzt sind wir hier bei Saint Benedict und das ist der Sur le Pont de Avignon. Also ihr Lieben, wir stehen jetzt hier in Avignon und wir sind jetzt genau an der Kapelle Saint Benedict, okay, auf der Brücke in Avignon und ihr kennt bestimmt alle das Lied Sur le Pont Avignon. Und ja, also die Brücke ist sehr windig. Wir haben jetzt hier ein kleines Eck gefunden, was nicht windig ist. Aber wir versuchen trotzdem noch das, was man auf der Brücke macht, nämlich ein kleines Tänzchen vorzuführen. Mal schauen, ob das klappt, ja. Ich wollte schon immer mal auf der Brücke tanzen. Ich habe das Lied in der Schule, haben ja das Lied gehört und da habe ich mir schon als Schülerin vorgestellt, wie das wohl ist, auf einer Brücke zu tanzen. Und dann schauen wir mal, ob sie mit mir den richtigen Tanzpartner gefunden hat. Gucken wir mal, ja. Und wisst ihr was, da oben auf der Brücke ist so ein Wind, das bläst und im Helle hat es natürlich prompt seine Maske weggeweht. Und zwar in die Rhone. Ja, genau. Aber ihr wisst ja, die Rhone fließt jetzt ins Rhone-Delta am Mittelmeer, gell? In der Camargue. Camargue. Und da wollen wir ja eigentlich auch noch hin. Und wer weiß, vielleicht schwimmt die Maske bis ins Delta vor und wer weiß, vielleicht fischen wir sie da wieder raus. Ja. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Okay. Okay. Jetzt gehen wir noch ins Städtle und schaut uns das auch noch an, weil da gibt es nämlich auch noch was ganz Interessantes, was euch der Helle dann erzählen wird. Jawohl. Sur le Pont d'Avignon, l'Anidos, l'Anidos. Sur le Pont d'Avignon, l'Anidos, tout roulant. Les bois, monsieur, font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le Pont d'Avignon, l'Anidos, l'Anidos. Sur le Pont d'Avignon.
So, da im Hintergrund auf der anderen Rhone-Seite seht ihr unseren Campingplatz, auf dem stehen wir. Kann man gut stehen, ist natürlich auch Versorgung und alles gewährleistet. Ja, genau. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ist halt total Stadtname. Ist ja ratzfatz hier in der Stadt und ja. Auf der Brücke. Zu Fuß oder der Rad geht beides gut. Ja, wir sind jetzt wieder mit dem Fahrrad, ist klar. Ja. Aber es geht ratzfatz. Man muss nur über diese dahinter, diese Brücke. So, und da wollte ich noch was zur Brücke sagen. Die Brücke ist doch im 12. oder im 13. Jahrhundert durch ein Wunder entstanden. Das hat dann ein junger Mann gebaut irgendwie. Ja, das war also eine wundersame Sache. Aha. Und es war natürlich schon so eine Brücke über die Rhone zu bauen. Das ist natürlich schon eine Meisterleistung in der damaligen Zeit, weil er nicht die Hilfsmittel gehabt, wie man sie heute hat. Die Brücke ist auch mehrmals durch Hochwasser zerstört worden. Und ab dem 17. Jahrhundert hat man sie so belassen, wie sie zuletzt zerstört oder beschädigt wurde. Ja. Die geht also nicht mehr ganz rüber, man hat dann eine neue Brücke gebaut. Mhm. Aber es ist immer noch das Volkslied. Sur le Pont d'Avignon. Ja, genau. Oder so. Und das kennt ja in Frankreich und so jeder und in Deutschland die meisten. Ja, ich denke ja. Also auf jeden Fall gehe ich davon aus, die in unserem Alter. So, dass wir das Lied in unser Video einspielen dürften, dafür bedanken wir uns beim Jürgen Fastje, der uns dazu die Genehmigung erteilt hat. Danke. Wir verlinken zu seinen Gitarrenkursen, ja? Ach ja, und noch was wollte ich sagen. Manche wollte von euch sehen, wie mir tanzet und singet, wenn mir einen Daumen nach oben kriege. Das haben wir euch jetzt gezeigt. Das machen wir immer so. So, hier sind wir am Papstpalast in Avignon. Das wisst ihr ja alle, dass auch Avignon eine Papststadt gewesen ist, neben Rom. Das hat mit der deutschen Geschichte auch zu tun. Friedrich II. Staufer, also Nachfahre von Barbarossa, seine Ära hat geendet. Die Franzosen wurden dominant und haben dann Rom als Papsthauptstadt mehr oder weniger abgewählt. Und es gab dann einen Papst in Avignon, der dann aber wieder nach Rom zurückgegangen ist. Also nicht der Papst, es war dann 7 Päpste später oder 8, ja. Und dann kam nochmal eine Papstwahl und dann ging dieser Papst wieder nach Avignon. Und der letzte, der hier gewesen ist, das war unter anderem der Papst, das war der Papst Benedikt. Und da war auch ein Nürnberger, ihr wisst ja, ich bin Nürnberger, ja. Ein Nürnberger mit dafür verantwortlich, das war nämlich der König Sigismund. Der ist hierher gekommen und hat bewirkt, dass der Benedikt hier Avignon verlassen musste. Und da, wo er hingegangen ist nach Spanien, da gehen wir auch noch hin. Nicht die nächsten Tage, aber in der nächsten Woche auf jeden Fall. Ja, sobald es halt die unsere Reise sich so ergibt. Genau. Was unser Frischwasser angeht, da gehen wir lieber auf Nummer sicher und nehmen unseren eigenen Schlauch. Man weiß ja nicht, was für Ferkel den vorher den anderen benutzt hat und gleichzeitig eine Kassette damit ausgespielt hat.
Normalerweise sagt man ja, wenn ein Vogel wohin kackt, dann bringt es Glück. Wie wir hier angekommen sind, hat unser Vogel an die Scheibe gekackt. Aber es hat uns in dem Fall kein Glück gebracht. Aber trotzdem nochmal einen schönen Ausblick auf Avignon. Eigentlich wollten wir jetzt da 2 Tage stehen bleiben. Ich wollte auch nochmal die Drohne steigen lassen. Aber ich traue mir die jetzt heute nicht steigen lassen. Nicht nur wegen dem Wind, sondern weil heute ist nicht unser Glückstag, Ossi, oder? Und deiner halt, ja. Also du hast schon einiges mal höher gehabt, hätte ich. Also mit dem Wind habe ich ja schon immer meine Probleme gehabt, deswegen könnte ich ja nie nach Norddeutschland ziehen. Aber was heute passiert ist, das ist natürlich schon extrem ärgerlich. Zuerst einmal vergesse ich die Windmikros. War natürlich meine Schuld, das ist ganz klar. Und dann stellen wir die Kamera auf, wollen wir ein kleines Tänzchen auf der Brücke sur la Bon machen, ja? Le Bon da Building. Oh ja, 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 genau. Auf der Brücke von Avignon. Über die Brücke von Avignon sind wir drüber gefahren. Ja, auf jeden Fall wollten wir ein kleines Tänzchen machen. Ich stelle die 360-Grad-Kamera auf. Und dann kommt der Windböe, schmeißt man die um und schmeißt man die so blöd auf die Linse, dass die vermutlich einen größeren Schaden hat. Wir müssen jetzt, ich habe jetzt heute eigentlich, wir fahren jetzt in die Camargue. Und wir hoffen trotzdem, dass wir euch gut unterhalten haben. Also Avignon ist auf jeden Fall ein Ziel wert und es ist wunderschön da. Im Sommer wahrscheinlich nur schöner, weil dann ist noch alles viel heller und freundlicher, wobei wir bis auf den... Im Sommer wird halt draußen die Gastronomie sein. Ja. Das fehlt jetzt natürlich, das ist ganz klar, aber der Vorteil ist wieder, es ist nicht so viel los. Ja, es war auch alles bei uns super, ja, nur der Wind war halt ein bisschen blöd. Ja. Also sonst in der Jahreszeit kann man das schon machen, wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich, dann kommt man gut zurecht. Ja, ja, so tragisch war es. Aber wir hoffen, wir haben euch trotzdem gut unterhalten. Ihr habt ein bisschen was von Avignon gesehen. Unsere Reise geht weiter. Nächstes Ziel ist die Camargue. Ja. Für dieses Video verabschieden wir uns von euch. Jawohl. Wir hoffen, ihr ladet uns wieder zum Tanzen ein, indem ihr unseren Daumen hoch gebt. Ja, ja, ja. Habt ihr jetzt gesehen, wie das geht bei uns? Und jetzt kommen noch ein paar Impressionen und damit machen wir für dieses Video Schluss. Ja, genau. Und weil es so schön war, spielen wir das Lied von der Brücke noch mal ein. Jawohl, ciao. Tschüss. Auf der Brücke, in den Straßen, wollen wir tanzen, wollen wir tanzen. In den Straßen, auf den Plätzen, wollen wir tanzen, jeden Tag. Die Autos machen Tüt, Tüt, die Leute sagen Blüt. Stadt soll wieder leben, kommt ihr Leute, macht alle mit. Und auf Französisch hört sich das so an. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, tout au long. Les bois, messieurs, font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, tout le monde. Les belles dames font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, tout le monde. Hey, la la la. Wollen wir tanzen, wollen wir tanzen. In den Straßen, auf den Plätzen, wollen wir tanzen, jeden Tag. Die Autos machen Tüt, Tüt, die Leute sagen Blüt, Blüt. Da auf der Brücke, in den Straßen, wollen wir tanzen, wollen wir leben. Unsere Stadt soll wieder leben. Kommt ihr Leute, macht alle mit.